Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch gerne Austin Powers 1 oder besser bekannt International Man of Mystery zu Englisch vorstellen. Das Ganze ist hier ein Zafi-Exklusiv-Steelbook ohne Nummernangabe, jedoch ist das Ganze auf 2000 Stück limitiert. Und die Blu-ray hat allerdings leider keine deutsche Tonspur. Und gekostet hat mich das Ganze im Online-Shop bei Zafi inklusive Versand 20,90 Euro. Und ihr seht ja schon, die Papierbanderole, die da drumherum geklebt war, habe ich bereits schon abgemacht. Und auch die Extras habe ich schon rausgenommen, die zeige ich euch dann noch im Verlauf dieses Videos. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal gemeinsam das Steelbook an. Ihr seht schon, als ich das jetzt in die Hand genommen habe, hier oben sind zwei Prägungen drin, Austin Powers. Die Silhouette hier von Austin Powers ist geprägt. Und hier unten der Schriftzug Top Secret ist auch geprägt. Ihr seht es schon, es hat eine leichte glänzende Oberfläche, ist aber definitiv ein Matt-Optik-Steelbook. Das sind jetzt nur starke Reflexionen, das habe ich auch beim Fotografieren gemerkt. Ihr seht es schon oben ziemlich hell, nach unten wird es immer dunkler. Das ist äußerst schwierig dann abzulichten. Und ja, weitere Prägungen sind hier auf der Frontseite nicht vorhanden. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal etwas näher an. Dann könnt ihr hier oben sehen, Austin Powers als Prägung und hier oben noch die Silhouette von Austin Powers. Und ja, dieser Safe, der hat auch übrigens eine leichte Schraffur. Wenn ich das etwas näher ranhole, dann könnt ihr das eventuell erkennen, dass das Ganze hier schraffiert ist. So ganz minimal. Und hier unten Top Secret nochmal, wie anfangs schon angesprochen, ebenfalls mit einer Prägung versehen. Und von der Seite schaut das gute Stück dann so aus. Austin Powers International Man of Mystery. Und das ist dann die Rückseite. Wirklich auch sehr schön gelungen. Hier muss ich sagen, sind die Farben ein klein wenig verblasst. Und wenn man sich das aus einem eher ungünstigen Betrachtungswinkel anschaut, dann wird es ziemlich duster, wie auch auf der Frontseite. Also es ist relativ schwierig zu zeigen. Und da seht ihr auch, dass die Schraffur hier auf der Rückseite beibehalten wurde. Die ist auf dem ganzen Steelbook angewendet worden. Und hier nochmal der Schriftzug Austin Powers. Das leuchtet dann ein wenig heller, wenn man das Licht drauf fallen lässt. Und dann schauen wir uns das Ganze natürlich noch von innen an. So sieht das dann von innen aus, das Steelbook. Und ja, hier drüben könnt ihr noch sehen, das ist das Motiv der Blu-ray. Die nehme ich an der Stelle selbstverständlich einmal raus für euch, damit wir uns gemeinsam den Indruck anschauen können. Der ist doch ziemlich verblasst durch die Plastik des Steelbooks an sich. Und der Druck geht komplett hindurch, inklusive dem Spine hier, dem Mittelteil. Und aus der Nähe betrachtet könnt ihr auch sehen, dass die Frontprägung hier im Innenteil noch durchschimmert etwas. Auch hier unten das Top Secret. Und hier drüben steht nochmal ganz groß Austin Powers geschrieben. Und das Ganze hat hier so eine Art, ja, hypnotische Wellenlinien sozusagen in Pink und Silber. Ich hoffe, ihr könnt das hier trotz der vielen Spiegelungen gut erkennen. Und wie anfangs schon erwähnt, gibt es hier natürlich noch ein paar kleine Gimmicks, die dieser Edition beiliegen. Auf dem Artwork war ja zu sehen zwei Postkarten, aber es ist definitiv eine mit diesem Motiv hier. Das ist eine Wendepostkarte sozusagen auf Pappe, Hochglanz lackiert. Und aus der Nähe betrachtet schaut das Ganze dann nämlich so aus. Wirklich sehr, sehr schön bedruckt. Allerdings jetzt nicht extrem detailliert, muss ich sagen. Und das ist die Rückseite. Da fällt es dann schon sehr auf, wenn man das Ganze aus der Nähe sich betrachtet, dass die Bedruckung dann doch nicht so detailliert ist, wie man das eventuell aus den Artworks hätte erkennen können. Also, ja, gut. Also ich bin zufrieden. Hätte mir jedoch gewünscht, dass diese Motive auf jeweils zwei Postkarten verteilt gewesen wären. Und es ist natürlich noch, wie im Artwork zu sehen war, ein Poster vorhanden. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier dieses typische Filmplakat und ja, denke ich mal, einschlägig bekannt. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Nähe an, damit ihr sehen könnt, wie die Qualität des Posters in etwa ist. Ist natürlich alles gefaltet, ist jetzt nicht unbedingt für Posterfreunde geeignet, die jetzt das Ganze gerollt haben wollen oder so. Aber trotzdem wirklich ein sehr, sehr schönes Gimmick, dass dieses Poster beigelegt wurde. Und jetzt zeige ich euch noch die Papierbanderole. Das ist dann hier mit so einem pinken Flyer hier vorne drauf mit dieser Umklappkante.
Und da seht ihr auch nochmal, was da so enthalten ist, was ich euch ja bereits schon gezeigt habe. Und das ist dann die Rückseite der Banderole, sieht dann so aus. Und die ist auch etwas schmaler als das Steelbook an sich. Eher ungewöhnlich, finde ich. Hier seht ihr nochmal alles in Englisch. Auch Scene-Shots aus dem Film. Und was es hier für Extras gibt auf der Blu-ray, technische Spezifikationen etc. pp. Könnt ihr ja dann hier jetzt euch mal in Ruhe anschauen. So, und das wäre es jetzt eigentlich alles, was es zu dieser Edition zu sagen und zu zeigen gibt. Und damit wären wir durch. Und ich möchte euch an der Stelle wie immer recht herzlich darum bitten, abonniert doch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Oder gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben für dieses Video, wenn euch das Ganze weitergeholfen oder gefallen haben sollte. Und selbstverständlich habe ich bereits die Bilder auf meiner Homepage hochgeladen zu dieser wunderschönen Steelbook-Edition. Und wer up-to-date sein möchte zu kommenden Filmveröffentlichungen und ja, diversen anderen Dingen, hier unbedingt mal auf Facebook vorbeischauen und vielleicht auch ein Like dalassen. Euer MovieFan1982 bedankt sich natürlich fürs Einschalten bei euch. Macht's gut, ciao, ciao.